Das haben wir dann soweit. Soll ich jetzt hier stehen bleiben, bis das alles verarbeitet ist? Ist mir echt ein wenig unwohl mit dieser Artillerie da. Aber genauso gut sollte ich auch hier hingehen und das Rohelirium regelmäßig abholen. Wie viel ist denn hier noch? Das ist gar nicht mehr so. Ah, da kommt nur wieder nach. Oh, 60. Da kommt ja doch einiges zusammen. Das heißt, ich hätte jetzt schon 32 Stück davon. Könnte also theoretisch... Okay, es hängt in den Chips. Könnte also theoretisch schon 16 von den guten Türmen bauen. Allerdings verbrauchen die viel zu viel, Strom. Das heißt, vorher sollte ich gewährleisten, dass die Akkus wieder automatisch hergestellt werden. Und schauen, wie das aussieht mit... Dingensbummens. Ne? Solarzellen. Weil das hier sieht alles ziemlich unfertig aus. Gerade das da. So. Ich schau mal kurz runter. Da ist die Produktion. Wie viele Solarpanels hast du denn? Ja, zwei volle Stacks, so wie es sein soll. Allerdings... Oh, schön, dass es mit dem Kupfer klappt, obwohl da schnell das Ärmchen ist. Das ist sehr schön. Damit das schon mal gut läuft. Da, da sind die Akkus. Die mache ich jetzt da mal weg. Brauchen wir hier nämlich nicht mehr. Das Eisen hier abzwacken brauche ich dementsprechend auch nicht mehr. Batterien daraus auch nicht. Plastik. Läuft alles über das Fließband. Ich glaube, ich lasse das auch erstmal so. Also klar, könnte ich es auch wieder mit Robotern machen. Aber wie man merkt, die Roboter sind ganz schön ausgelastet, ne? Im Normalfall zumindest. Ja, 0 von 133 haben Zeit. Und die sind schon einen Ticken schneller. Ich sollte sie allerdings noch schneller machen in den nächsten Folgen. So, ich brauche noch grüne Chips. Die bitte einmal... Wow, die bitte einmal einsacken. Zahnräder brauche ich eigentlich auch fast immer. Eisen kommt hier wieder nicht genug an. Könnte ich theoretisch dann auch wieder verfolgen. Von rechts kommt gar nichts mehr in Eisen. Das ganze Ding müsste eigentlich abgerissen werden. Hatte ich, glaube ich, auch schon angefangen, ne? Wobei, nee, nicht. Wie breche ich das jetzt ab? Einfach gut, einfach gut. Das kann ich ja noch später nutzen, um dann von den Bahngleisen das abzutransportieren. Also wenn Zug reinkommt hier irgendwo. Ja. Was ich aber machen kann, ist das hier abreißen. So. Falls die Construction Bots gerade nicht so viel zu tun haben. Die Türme und Ärmchen dann theoretisch auch, aber das ist ein bisschen Friemelarbeit. So, was wollte ich eigentlich machen? Eigentlich wollte ich Akkus aufbauen. Dafür wollte ich sicherstellen, dass Batterien genug da sind. Und Batterien werden inzwischen ja da hergestellt. Britzel. Habe ich selber noch Akkus? Bauen wir zwei, drei davon, damit ich hier die Lücke schließen kann. Irritiert mich sonst nur. Blub, blub. Und. Blub, so. Ja, hier auch. Also Batterien, die Kisten sind voll. Hm? Oh, die Kisten sind nicht beschränkt. Mach mal. Was soll ich überhaupt beschränken? Das sind sehr, sehr schön viele Batterien. Spricht dir irgendwas gegen? Wofür wird die Schwefelsäure noch gebraucht? Hierfür ja. Ist der Schwefel begrenzt? Das Petroleumgas, da haben wir mehr als genug von. Also nö. Ich lasse das schön weiter die Dinger da herstellen. Gib mir mal einfach noch mehr davon. Und... Soll ich die Testweise mal bauen? Weiß ja nicht. Also für den Außenposten wäre das echt schick, davon 8 Stück zu haben. Das sollte ja schon fast reichen, oder? Was braucht man beim Außenposten? Braucht man beim Außenposten, also wenn wir hier den Kupfer-Außenposten machen wollen, hier. Das ist schon mal eine ganz schöne Strecke. Das heißt, mit 8 werde ich da wahrscheinlich nicht zurechtkommen. Zumal die ja auch, ne, nicht so super doll für die aushalten. Das heißt, wir bräuchten auch einen Roboport vor Ort, wir bräuchten Repair-Packs vor Ort. Wir bräuchten eigentlich auch relativ schnelle Roboter vor Ort, sonst bringt das gar nichts. Sonst werden wir angegriffen und der Turm ist zerstört, bevor ein Roboter angeflogen kommt mit dem Repair-Pack.
Das heißt, ich sollte bei der Forschung jetzt als nächstes wieder auf Geschwindigkeit gehen. Ist das denn schon mit Lila Tränken bei Geschwindigkeit? Ja, ist es. Kann ich denn inzwischen Lila Tränke? Ja, kann ich. Ich verballere nur gerade all mein das komische Zeug für die Turmteile und nicht um daraus Lila Tränke zu machen. Was ich vielleicht jetzt langsam ändern sollte. Wo habe ich das aufgebaut gehabt? So, da. Das sah so nach Schwefelwalderverarbeitung aus, weil es denselben Gelbton hatte. Geh mal dahin und jetzt kapp mal bitte das da. Mach stattdessen. Wo waren jetzt die Ertränke? In der ganz normalen Fabrik. Okay. Dann. Du bist leer, richtig? Ganz normale Fabrik. Hörnchen weg. Du machst bitte lila Tränke. Und tust das in eine rote Kiste. So. Und jetzt brauche ich unbedingt neue von den Knügelchen von oben. Das sollte ja erstmal reichen eine Weile, hm? Ja, ich denke auch. Dass hier überall volle Munition ist, ist auch schon mal sehr beruhigend. Also wenn hier irgendwas spawnt, sollte es ein bisschen sterben. Einziges Problem sind halt die lila Kügelchen. Aber die schaue ich mir an, wenn es soweit ist. So, jetzt gehe ich nach hier oben und stelle das ein, dass hier Akkus irgendwo hergestellt werden. Ist ja doch recht wichtig, ne? So, also du da, mach du bitte. Akkus, brauchst nur Eisen und Batterie dafür. Schiff rechts, links. So. Dann mache ich ein bisschen mehr, weil die werden schnell hergestellt. So. Und beschränk dich mal auf 4 Stacks davon. Sollte reichen. So, Roboter sind alle ausgelassen. Jupp. Ist verständlich. Klick, 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 klick. Überlandleitungen stehen alle noch. Da wurde nichts aufgefressen. Das ist schon mal gut. Die waren ja auch zu sehr damit beschäftigt, mein Lager direkt anzugreifen. So, hier ist alles alle. Das heißt, ich kann das Ding theoretisch komplett abreißen. Damit. Habe ich einen Ruheport dabei? Ja, es ist viel zu weit. Ja. Okay, ich nehme ein bisschen was mit. Türme zum Bleistift wäre interessant, aber dafür habe ich nicht genug Zeug. Oh, die Illyrium Minen sollte ich unbedingt mitnehmen. Z? Achso, einzeln. So. Mit, mit. Der Rest ist nur marginal wichtig. Okay, lass sie erstmal hier stehen als temporäre Basis. Die kann dann noch Ruhe aufgenagt werden. Dann. Könnte ich hier mal wieder ein bisschen was kaputt hauen, um Grinder zu bekommen. Aber erstmal Essen abliefern. Ich habe ein paar zu viele rote Engines dabei, ein paar zu viele Batterien. Das ist. Ich hatte halt immer so wenig davon, deswegen wollte ich jetzt alle haben. Aber im Inventar bringen sie nicht besonders viel. Und gelbe Kiste? Nee, komm, mach eine lila Kiste irgendwo. Ah, dann werden die Roboter wieder ausgelassen. Nein, 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 nein. Ist okay. Ich laufe jetzt ein kleines Stück. Die Illyrium Extractor. Werde ich jetzt so schnell nicht brauchen, oder? Das nächste Illyrium ist da. Die Basis könnte ich zwar knacken, aber das würde ich dann alles nicht in einem Rutsch machen. Also ich würde nicht in einem Rutsch dahin gehen, alles töten, unten die Illyrium-Basis aufbauen und verteidigen und was weiß ich. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Da gehe ich doch lieber. Wo ist jetzt mein Zentrallager? Das hatte ich ein bisschen ungünstig damals gesetzt, glaube ich. Das müsste eigentlich jetzt hier irgendwo hin. Da ist es. Ja, nee, das finde ich nicht so gut. Da hier ein Großteil der Fabriken hinkommen wird, hätte ich das Zentrallager eigentlich ganz gerne hier drunter. Oder hier zumindest in der Nähe. Erstmal schließen wir hier die Lücke. So. Dann brauche ich viel mehr gelbe Kisten. Mhm. Und dann fangen wir da damit an. So. Du bekommst so. Das sollte vorerst reichen. Du bekommst das. Boiler. Chemical Plant. Pumps.
Sniper-Munition. So. Essen muss ich gleich von Hand irgendwo hinschmeißen. Und der Rest sieht schon mal fast okay aus. So, Essen. Ich kann ja gleich meine Tanks auffüllen. Und dann kümmere ich mich als nächstes darum, dass die Tränke wieder fließen. Also, dass alle Tränke vorhanden sind. Du. Hier, wie schaut's mit Essen aus? Ah, oh, sehr gut. Oxygen auch, Water auch, alles gut. Also, was die Grundressourcen angeht, ist das alles soweit vertretbar. Das hier könnte... Was hält immer noch? Das hier könnte mal weiter ein bisschen was auch immer werden. So. Und wir können da auch weg. Das wollte ich. Tränke wollte ich. Tränke sind die doch gar nicht. Warum gehe ich nach oben rechts, wenn ich zu den Tränken will? Die sind da. So, jetzt scheint es wieder zu laufen, weil die Ärmchen hier oben ankommen. Das ist sehr gut. Könnte also Forschung weitermachen. Dann hätte ich ganz gerne... Es wird eine Weile dauern, bis ich auf 150 Liter Tränke komme. Also das kann ich leider knicken, die beiden Roboter-Sachen. Das heißt, ich müsste jetzt auf Roboter-Masse setzen, statt Klasse. Was ja auch okay ist. Sauerstoff wären inzwischen schon 90 rote Tränke. Sollte gehen, oder? Da staut sich hier alles schon so ein bisschen. Ich kann das ja mal so machen. Und dann von Hand verteilen. So. Du siehst hier, was er stauen kann. So. Du hast aber noch kein Grün. Kriegst hier noch ein bisschen davon. So, tralala. Okay, Grün fehlt trotzdem noch ziemlich. Ich habe inzwischen schnellere Speedmodule, aber davon nicht viele gebaut. Bauen wir mal welche. Sonst läuft hier alles okay. Ja. Warum ist da eine rote Kiste, die... Achso, das habe ich gebaut, um das Ding durchzuversorgen. Ja, okay. Rote Chips werden gerade nicht eingelagert, aber ich bräuchte welche. Das heißt, ich schnappe sie einfach direkt vom Fließband. So. Akkus werden jetzt gebaut, das heißt, ich könnte theoretisch anfangen, die Teile weiterzubauen. Wobei das hier nicht so der super perfekte Ort ist. Also ich... Irgendwas willst du mal mit Lyrium? Ist kaputt. Okay, es war jetzt Lyrium, ist noch was anderes. Naja, die Dinge werde ich hier einmal zu Ende machen. Aber danach werde ich im Bereich der Osterweiterung schauen, dass wir hier überall Solarpanels hinbekommen. Dafür bräuchte man wahrscheinlich erstmal eine ordentliche Robocode-Abdeckung, aber ja. Also, Tränke fließen, Forschung habe ich mir gerade Zeit erkauft. Die muss ich erst anschmeißen, sobald die grünen und blauen Tränke da durchgesteckt sind. Rot übrigens auch mal alles einsammeln und ihn verteilen. Überall schon recht viele drin. So. Also, das noch ein bisschen auffüllen. Danach erforsche ich irgendwas einigermaßen Sinnvolles. Eisen kommt von unten gut an. Von rechts gar nichts mehr. Ja. Die Kisten. Oh. Sehr schön. Das heißt, das wird auch jetzt hochgeflogen alles, ne? Das ist ein wenig problematisch. Vielleicht sollte ich das alles nur oben lang laufen lassen. Also so. Dann staut es sich da, oder? Nee, staut sich nicht. Weil das noch kurz im Auge, aber es scheint sich nicht zu stauen. Das heißt, es fließt jetzt alles oben lang. Wird oben weggefischt. Das heißt, es landet am Ende trotzdem hier in den Kisten. Aber wenigstens kriegt das Ärmchen und das Ärmchen fast durchgehend Futter. Um sicherzustellen, dass da oben genug ankommt. Das ist, glaube ich, so wesentlich besser.
Jo, Goodie. Ist das durchgehend rot? Nein. Kann ich hier nur noch rot machen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht notwendig ist, aber hey, was soll's. So. Bloß nicht verbinden. Nee, 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 nee.